Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Es ist Final Fantasy VI für den PC, die Steam-Version. Und es ist eine direkte Umsetzung der Android-iOS-Version, die ich bereits gespielt habe. Und ich freue mich natürlich umso mehr, euch jetzt hier die Steam-Version zeigen zu können. Alles weitere, was ich zu dem Spiel sagen möchte, mache ich immer anhand von direkten Beispielen. Also würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel und schauen, was uns hier erwartet. Auf geht's. Neues Spiel. Der Magiekrieg. Als seine alles vernichtenden Flammen erloschen, schwand auch die Magie von der Welt. Tausend Jahre verstrichen. Die Menschen ersannen Maschinen und ließen eine neue Zivilisation erblühen. Doch auch heute gibt es solche, die nach magischen Kräften dürsten, um mit ihnen die Welt zu knechten. Sollte vergangenes Unheil sich wiederholen? Haben die Menschen nichts gelernt? In dieser Stadt also? Kaum zu glauben, dass hier eine gefrorene Esper gefunden worden sein soll, 1000 Jahre nach Ende des Magiekrieges. Sicher wieder nur Waschweibergeschwätz. Wer weiß. Immerhin haben sie uns die da mitgeschickt. Wird schon was dran sein. Ach, die Hexe! Angeblich soll sie seit ihrer Geburt Magie beherrschen. Ein Kumpel erzählte mir, sie habe 50 Magitech-Mechs in nur 3 Minuten umgepustet. Ganz schön unheimlich. Keine Sorge, der Stirnreif hält sie im Zaun. Schaltet ihr Bewusstsein aus. Die niest nicht mal ohne Erlaubnis. Okay. Wir nehmen die Ostroute. Vorwärts, Marsch!
Das Mädchen bleibt die Vorhut. Und keine Scharmützel, wir haben eine Mission. Vorwärts! Natürlich wollte ich euch den epischen Marsch lassen, an allen, die sich das angeschaut haben. Die Espa ist weiter hinten. Los, vorwärts! Ihr seht, wir kommen nicht zurück. An alle, die sich den epischen Marsch angeschaut haben, Respekt. An alle, die sich ihn nicht angeschaut haben, schämt euch! Spult zurück, schaut ihn euch an, schließt die Augen und genießt die Musik. Ihr seht, wir haben hier die Möglichkeit, die Reihen zu ändern, nach vorne, nach hinten, wie wir das belieben. Wir können die auch vorne stehen lassen, spielt hier keine Rolle, das Ganze ist ein Tutorial-Level. Was ich machen will, das, was ich immer zuerst mache, ich gehe in die Einstellungen, schaue natürlich auf die Kampfgeschwindigkeit, die möchte ich auf 1 haben, damit das Ganze schneller geht. Es gibt hier auch wieder den Automodus, der Automodus läuft sogar schneller, er beschleunigt die Kampfgeschwindigkeit noch mehr. Das finde ich super toll, gerade für Let's Plays perfekt geeignet und den werde ich natürlich nutzen, mein legendären Autokommentiermodus und ich würde sagen, wir laufen jetzt mal los. Imperiale Magitex! Nicht einmal mehr Narsch ist sicher! So, wir greifen an mit allem, was wir haben. Natürlich ist hier völlig egal, was wir tun ganz am Anfang. Ich greife mit allen an, gehe in den Autokommentiermodus. Ihr seht, die Zeit füllt sich schneller. Ihr werdet auch sehen, die erste Besonderheit hier ist, dass sich quasi die ATB-Leiste füllt in Form von die Bilderrücken hoch. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war auch genauso in der Android-Version bzw. iOS-Version, dass da die Bilder hochgerückt sind und man konnte sie direkt anklicken. Spitzenmäßig gemacht, finde ich super toll gelöst. Gefällt mir. Oh mein Gott, wir werden wieder angegriffen. Das Imperium wird kein leichtes Spiel mit uns haben. So, ich weiß auch, dass es hier und da mal... da schickt er erst den Hund vor. Oder sein Wolf oder was auch immer das ist. Ihr seht, wir haben viele Leben. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Und wir machen auch sehr, sehr viel Schaden. Wie gesagt, das ist ein Tutorial-Level. Ist nicht wirklich schwer. Ich weiß, dass es hier einige... Gegensätze gibt's mit der Aussprache von gewissen Namen, von gewissen Orten und so weiter. Ich kenne mich relativ gut aus mit der Aussprache. Natürlich wird es hier und da ein paar Reibereien geben. Der eine wird die Sachen anders aussprechen wollen. Ich werde zum Beispiel hier den Ort Narsch aussprechen. Ich denke, das ist hier die richtige Aussprache. Wer einen anderen Vorschlag hat, kann ihn gerne in die Kommentare reinschreiben. Generell, wenn ihr Fragen, Tipps, Tricks und Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich immer. Ich nehme übrigens immer einen Tag vorher auf. Das heißt, ich kann bis zuletzt auf die Kommentare reagieren und ich produziere nicht vor. Also wenn ich irgendetwas verpasst habe, im Namen der Stadtwache des, im Namen der Stadtwache Narschs, ergebt euch, elende Eindringlinge! Ja, sollte ich irgendwas verpasst haben, wie immer, das gilt für all meine Let's Plays, schreibt es in die Kommentare rein. Ich gehe zurück, sofern ich kann. Ich werde ändern, was ich kann. Ich gehe auf Wünsche ein. Wenn ihr bestimmte Charaktere öfter in Action sehen wollt, als ich sie zeige, sagt es mir ruhig. Nach Möglichkeit gehe ich natürlich auch darauf ein, denn man kann ja hier wie immer Charaktere wählen, größtenteils wählen. Ich will ja nicht zu viel verraten, gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Aber es ist ein Let's Play, das heißt Let Us Play, das heißt wir spielen zusammen. Grundsätzlich für alle, die meine Let's Plays noch nicht kennen, ich schneide keine Kämpfe raus, ihr müsst da genauso durch wie ich. Das liegt daran, dass ich das Spiel in seiner vollen Blüte zeigen will, also das heißt, so wie es nun mal ist, ne? Das heißt, mit allen Zufallskämpfen, da müsst ihr dann genauso durch wie ich. Aber wir haben natürlich beide, ne? Also du und ich, den Vorteil, dass ich das Ganze hier vorspulen kann. Also ihr spult natürlich nicht das Let's Play vor, das Video, sondern ihr spult, sondern ich spule den Kampf vor, mit dem Autokommentiermodus natürlich. Euch wird auch bestimmt aufgefallen sein, dass es hier andere Sprites sind als die Original-Sprites. Das ist wohl dieselbe Engine wie in Final Fantasy V, also wie in dem Remake von Final Fantasy V. Kann man sich drüber streiten, ob einem das gefällt? Ihr seid umzingelt! Kann man sich drüber streiten, ob einem das gefällt oder nicht? Schreibt es ruhig in die Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht. Ich weiß, dass manche es schön finden, manche finden es nicht so schön. Oh mein Gott, das war ein kritischer Treffer. Das ist gar nicht gut. Wir haben aber die Möglichkeit, zu heilen. Wäre natürlich ziemlich peinlich, wenn das, wenn wir schon gleich jetzt hier sterben. So, ne, ihr seht, wir haben Heilkraft. Sind doch schon mal ein paar Level gestiegen. Ich schau mal ganz kurz. Potions haben wir 2. Komm, wir lassen das einfach, oder? Komm, wir lassen das mal. Wir laufen mal so weiter. Werden gleich mal nicht autokommentieren. So, ich habe hier auch 8 Wege aktiviert. Das heißt, ihr seht, man kann hier so ein bisschen querlaufen. Ist manchmal ein bisschen ungewöhnlich, gewöhnungsbedürftig. Aber wir kriegen das schon hin. Verstärkt den Verteidigungsring!
So, dann hoffen wir doch mal, dass wir mit Heilkraft schnell hier den guten Wedge heilen können, bevor er irgendwie angegriffen wird. Außerdem machen wir doch mal Heilkraft. Ne, komm, wir machen hier Feuerkomprimat auf so ein Vieh. Zack. Und hier machen wir auch nochmal Feuerkomprimat auf den da. Und ich würde sagen, generell gehen wir mal in den Autokommentiermodus. Heilen kostet kein Mana. Sämtliche Angriffe kosten kein Mana oder sonst irgendwas. Das ist absolut Spitzenklasse. So, den wollte ich natürlich nicht heilen. Gehen wir doch gerade mal hier Magitek, Heilkraft. Ich glaube, es ist eh zu spät jetzt. Denn der wird sterben. So, sehr schön. Haben wir ja souverän gemeistert. Bix steigt eine Stufe auf, Wedge steigt eine Stufe auf. Genau, wo war ich stehen geblieben? Letztendlich, bei der Aussprache von Orten und von Namen. Ich werde auf die verschiedenen Aussprachweisen eingehen, die ich kenne, bei verschiedenen Namen. Ob es jetzt Städte sind oder Charaktere. Und ich werde mich auf eine Aussprache festlegen, ob es euch passt oder nicht. Schreibt es aber ruhig in die Kommentare rein, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Ich bin natürlich immer offen für Vorschläge. Es hieß, die gefrorene Esper sei in einem neuen Stollen entdeckt worden. Vermutlich irgendwo hier drin. Interessant. Wir suchen also eine gefrorene Esper, die sich hier drin irgendwo aufhalten soll. Und das hier ist ein Stollen, also eine Mine. Hier ist auch ein Speicherpunkt, den nehmen wir uns gleich mal mit. Zack. Ein seltsames Licht erstrahlt. Eine Einführung über Speicherpunkte. Ja. An Speicherungen kann man Items, Schlafsack oder Zelt gerastet oder gespeichert werden. Sollten alle Gefährten einem Kampf unterliegen, beginnt das Abenteuer automatisch vom letzten Speicherpunkt. In solch einem Fall verlieren die Gefährten zwar die seit der letzten Speicherung gehaltenen Gil und ergatterten Gil und Items, behalten jedoch ihre Stufe und Erfahrungspunkte bei. Auf der Oberwelt kann übrigens auf der Oberwelt kann überdies jederzeit und allerorts gespeichert werden. Überdies habe ich auch noch nie gehört oder sehr sehr selten, wenn überhaupt. Speichern wir mal und zwar auf den ersten Speicherstand hierhin. Wir gehen nicht zurück zum Titelbildschirm. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass es hier diese Möglichkeit gibt des Speicherns. Finde ich super klasse. Also ich wollte nur mal den Speicherpunkt zeigen. Ne? Wisst ihr, klassisch, muss sein, gehört zu Final Fantasy mit dazu. So, weiter geht's. Also wie gesagt, ob es Namen sind, ob es Wünsche sind von Charakteren, Anregungen, vielleicht Wünsche, wo ich... Oh, hier sind Zufallskämpfe. Oh, okay, wir kriegen jetzt... Jetzt kriegen wir die Information, wie ein Kampf funktioniert. Finde ich klasse. Ihr seht es hier mit W und S kann man hoch, runter und so weiter. Ne? Ich spiele das Ganze mit der Tastatur. Ich habe natürlich WASD belegt und andere Tasten, um damit zu steuern. Darum nicht wundern. So. Gut. Da wir im Autokommentiermodus waren, ist hier schon automatisch ausgewählt worden, wer wie angreift. Sind ja bloß ein paar Mäuschen. Mäuschen können uns nicht wehtun. So, der aktiviert Heilkraft. Ich finde es klasse, ihr habt es gerade gesehen. Heilkraft hatte ich vorhin ausgewählt und er benutzt dadurch, dass ich im Auto-Kommentiermodus bin, also im Automodus bin, weiterhin Heilkraft und immer auf den Charakter, der zu dem Zeitpunkt die wenigsten aktuellen Lebenspunkte hat. Finde ich klasse. So, weiter geht's. Das erledige ich. Geht in Deckung. Sehr schön, der Weg ist offen. Oh mein Gott, da kommt jemand raus. Nie sollt ihr die erstmal bekommen. Jomir, auf sie! Wartet! Das ist ja... Unglaublich, die haben die abgerichtet. Etwa eine Ahnung, was das ist? Schon mal von der Depot des Schnecken gehört? Monster, die Energie absorbieren, also von denen die Pote schnecken. Und in ihrem Panzer speichern? Genau die! Also sieh dich vor! Zieh bloß nicht auf den Panzer! Alles klar! Ja, und genau das werden wir nicht tun. Wir aktivieren eine Magitek-Rakete, die ist sehr, sehr effektiv gegen Jomir. Und die anderen werden einfach mal heilen. So, Heilkraft, zack, auf ihn hier, Magie, Heilkraft... Auf sie hier. Ach, ich finde die Bossmusik hier in Final Fantasy VI immer so klasse. Der Soundtrack ist generell sehr, sehr überragend. So, immer schön auf ihr Gesicht mit der Rakete. Und jetzt seht ihr, was passiert, wenn man unvorsichtig angreift. Die Schnecke zieht sich zurück. Wir greifen versehentlich, in Anführungszeichen, den Panzer an. Ich habe ja schon gedacht, dass es passiert. Und sie kontert mit Megavolt.
So, ihr seht, Megavolt macht unheimlich großen Schaden. Da heilen wir uns natürlich gleich wieder gegen. Solange es in ihrem Panzer ist, dürfen wir sie nicht angreifen. Das heißt, heilen ist das Beste, was wir tun können an der Stelle. Hier können wir rüber switchen, ihr seht es unten. Da sie wieder da ist, greifen wir sofort wieder mit der Rakete an. Magitek, Rakete in ihr Gesicht. So, wir müssen aufpassen, man kann nämlich versehentlich ihren Panzer angreifen. Ich weiß nur noch nicht wie. Zumindest wenn sie gerade rauskommt. Also wenn sie sich gerade wieder manifestiert, muss man aufpassen, dass man nicht ihren Panzer angreift. Also nicht manifestiert, sondern aus dem Ding da rauskommt. So, wir lassen immer schön vorsichtig die gute Terra angreifen. Denn wenn wir eben mit allen Charakteren gleichzeitig angreifen, kann es schon mal passieren, dass der, ne, dass sich Yumi hier zurückzieht. So, wir benutzen nochmal Heilkraft auf uns selbst. Noch einmal Heilkraft auf uns selbst. Terra ist ja soweit noch fit. Unsere Fragezeichenfrau ist ja soweit noch fit, da brauchen wir das Ganze nicht machen. Sie beherrscht übrigens Magie, Feuermagie, hier ist Heilmagie, das hier ist, werde ich noch zeigen und das werde ich auch noch zeigen. So, darauf gehen wir aber erst später ein, denn wir genießen weiterhin die tolle Kampfmusik und bleiben bereit, ihr eine Rakete. Ihr seht, ich bin jetzt auf dem Panzer, sie ist wieder da, es sieht so aus, als würde ich sie angreifen, aber hätte ich vorhin geklickt, hätte ich den Panzer angeklickt. Deswegen immer ein bisschen warten, bevor ihr sie direkt angreift, sonst passiert euch nämlich sowas. Und das war's doch schon. 3 bis 4 Raketen reichen in der Regel aus. Vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn man mit den anderen angreift. Aber naja, der erste Boss im Tutorial-Level. Übrigens kann man hier tatsächlich sterben. High Potion erhalten. So, wir gehen mal weiter. Und schau mal, was wir finden können. Ne, das sieht ja aus, als wäre hier eine Wand, aber hier ist keine Wand. Hier kann man tatsächlich unten drunter durchlaufen. Muss man manchmal ein bisschen nachdenken. Oh mein Gott, noch ein Zufallskampf! So, wir greifen natürlich jetzt voll an mit allem, was wir haben. Magitek-Rakete kann ruhig so bleiben, kostet ja nichts. Und hier noch ein bisschen draufkloppen. Magitek, Magitek oder Magitek, wie auch immer, also nicht Magie, ne, Magie kann man essen, aber ansonsten wisst ihr schon, ich sag meistens Magitek oder Magitek, letztendlich, also Magitek deswegen, weil es kein langes I ist, sondern ein kurzes I, es heißt ja nicht Magitek, ist mir auch egal, ich sage Magitek oder Magitek, wie es mir beliebt, oh mein Gott, was ist das? Aber ich könnte auch das englische Wort benutzen, Magi, Magitek, wie auch immer. Ihr wisst ja letztendlich, was gemeint ist. Denkt es euch einfach. So, das ist also die gefrorene Esper. Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Punkt, 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 Punkt. Die gefrorene Kreatur beginnt ein unheimliches Licht auszustrahlen. Was ist das für ein Licht? Was war denn das? Hey, Wedge, wo steckst du? Was? Was passiert mit mir? Puck, puck, puck. Puck, puck, puck. Puck, puck, puck. Ich würde mal sagen, wir schlafen hier gerade ein bisschen. Was ist hier passiert? Was ist mit uns? Wir können uns zum ersten Mal frei bewegen als das unbekannte Mädchen, ohne in unserer Rüstung zu sein. Komm, wir legen uns nochmal schlafen und laufen dann wieder los. Genießt die epische Musik im Hintergrund. Danke, Nobuo Uematsu, für diesen grandiosen Soundtrack. Wo bin ich? Nanu, schon auf den Beinen? Dabei habe ich den Knechtreif doch gerade erst entfernt. Dieses Stechen, mein Kopf, alles dreht sich.
Ruhe dich erstmal aus, mein Kind. Das sind die Folgen des Reifes. Wer ihn trägt, ist seines Willens beraubt und tut alles, was man ihm aufträgt. Ich kann mich an nichts erinnern. Sorge dich nicht. Mit der Zeit wirst du dein Gedächtnis zurückgewinnen. Eine junge Frau voller Geheimnisse, geboren mit der Gabe der Magie, versklavt von Imperium. Übrigens ist der Mann vorne ein Greis. Wir lassen hier Terra stehen. Nein, wir lassen nicht Terra da stehen. Kann ich das vielleicht irgendwie hier so ein bisschen Voreinstellung? So. Voreinstellung? Nein! Ich kann das hier nicht bestätigen. Okay, Moment, ich find's kurz raus. Sekunde. Ah ja, sehr schön. Da haben wir doch was. Und damit bestätigen wir das Ganze. Ja, hängt eben damit zusammen, dass ich WASD benutze, ne? Links und rechts und so. Dann schreibt er tatsächlich eine Ader rein. Das ist ja unglaublich. Mein Name ist Terra. Beeindruckend. Dein Geist scheint stark, mein Kind. Ja, Typ ist ja ein Greis hier, ne? Ich hab vorhin gedacht, er ist ein bisschen jünger, weil er ja blonde Haare hat. So, ne? So strahlblonde Haare und so fit aussieht. Aber er ist ein Greis, also versuche ich jetzt ein bisschen älter zu sprechen. Öffnet die Türe! Händigt uns das Mädchen aus, das den Magitek mich steuerte! Öffnet auf der Stelle! Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen! Sie ist eine Handlangerin des Imperiums! Imperium? Magitek mich? Für Erklärung ist jetzt keine Zeit! Fliehe! Den Hitzköpfen ist mit Argumenten nicht beizukommen! Hier entlang! Schnell! So eilig haben wir es dann doch nicht. Wir gucken uns erst nochmal hier ganz in Ruhe und ganz gemütlich um. So ein Zufall, ein Elixier halt und das in einer Uhr. Ja, es ist ein kleiner, in Anführungszeichen, Running Gag in Final Fantasy VI. Wir werden, wann immer wir können, diese Uhren hier untersuchen. Und hier sollten wir natürlich nicht rausgehen. Öffnet auf der Stelle! Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen, die ist ein handlanges Imperium! Ja, ganz genau. Mag ja sein, dass sie es mal gewesen ist. Jetzt ist sie es nicht mehr, sie wurde kontrolliert. Aber darauf gehen wir zu einem anderen Zeitpunkt wieder ein. Wir laufen erst einmal hier lang mit dem Elixier im Gepäck, das wir dem armen Greis geklaut haben. Und schauen mal, was er uns dazu zu sagen hat. Die Minen sollen dir Fluchtweg sein. Beeile dich! Ich werde versuchen, sie eine Weile zu beschäftigen. So, damit können wir jetzt hier raus und Richtung Minen laufen. Das heißt, wir laufen erst einmal hier hinten rum. Ihr seht, wir sind Terra, es hat alles funktioniert. Ja, also wenn ich den Namen eingebe, ich spiele WASD, ne, hat das eben das A angenommen. Wir haben hier, das habe ich noch gar nicht gezeigt, die Monsterfibel. Das ist genauso, ne, wie man das so aus der Android-Version kennt. Kann ja mal kurz zeigen, so sieht das Ganze aus. Man kann die Monster auch entsprechend durchschalten dann. Bossmonster haben hier eine eigene. Ich finde gut, dass das hier mit Fragezeichen gekennzeichnet ist. Dass man nicht sieht, was wie die Bossmonster aussehen. Und die normalen Monster, die haben tatsächlich eine Form. Dass man so ungefähr einen Tipp hat, was einem da noch fehlt. Finde ich ganz cool gemacht, die Monsterfibel. Gucken wir uns vielleicht irgendwann mal an. Ich habe natürlich nicht vor, ein 100% Walkthrough zu machen. Ich mache hier ein Playthrough, ein Let's Play, ein Let Us Play. Ihr mit mir dort drüben hinterher! So, ihr mit mir, ne, wir zusammen und so weiter. So wird das Ganze nämlich aussehen. Und ja, das heißt, wir werden gemeinsam das Spiel, soweit es geht, vervollständigen. Zusammen. So, hier unten ist leider nichts zu holen. Kann aber ganz kurz gucken, wie unsere Ausrüstung aussieht. Wir haben ein Betriebmesser, eine Leatherkappe und ansonsten haben wir nichts. So, dann gehen wir raus, itemmäßig, ne, das, was wir vorhin eingesammelt haben, zwei Schlafsäcke, also die Potions, High Potions, Elixier. Weiter geht's. So, ihr seht, 8 Wege ist ein bisschen komisch hier. Es läuft sich manchmal so plötzlich so schnell. Man kann das auch auf 4 Wege einstellen. Ich lasse natürlich 8 Wege drin. Gefällt mir persönlich ganz gut. So, hier ist auch der nächste Speicherpunkt. Angriff!
So, hier, ne? Autokommentiermodus, seht, da geht schon viel schneller, finde ich klasse. Und damit haben wir das Ganze auch hinter uns gemacht, Potion. So, wir speichern jetzt mal hier an diesem Speicherpunkt. Speichern Datei 2. So, gibt anscheinend nicht so viele, wo man, oder kann man hier vielleicht, nee, da gibt es nicht so viele, wo man hin speichern kann. Man hat nur 5 Dateien, wo man speichern kann. Reicht aber, das ist völlig in Ordnung für mich, für euch, für uns. Und ich würde sagen, ich beende jetzt genau hier an der Stelle die Aufnahme. Ist ein klasses Ende, um letztendlich, also ein klasse Ende natürlich, ne, um den Prolog hier zu beenden. Wir werden sehen, ob wir es mit Terra hier lebend rausschaffen, vor allem wenn wir es schaffen, wie wir es schaffen, in der nächsten Episode. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Version haltet, wie ihr die Grafik-Sprites findet. Zieht nicht zu sehr drüber her, ich habe das Ganze ja nicht programmiert, ich bin einfach nur dafür da, es euch zu zeigen und mit euch die Story zu genießen. Also lasst die Grafik kein zu großes Thema sein in den Kommentaren. Wie gesagt, es gibt die, die mögen es, es gibt die, die mögen es nicht. Dasselbe gilt für die Aussprache. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, wie ihr manche Namen aussprecht, ne? Wo es Konflikte gab, wo ihr schon mal Konflikte gehört habt. Schreibt es ruhig rein, aber wie gesagt, ich will es zu keinem Streitthema machen. Ich werde die Namen so aussprechen, wie ich sie für richtig halte, beziehungsweise nachweislich für richtig halte. Von daher sollte das auch kein Thema sein. Aber schreibt es trotzdem mal rein. Ansonsten für Charaktere, für Wünsche, Tipps und Tricks, wenn ich was vergessen habe, immer rein in die Kommentare damit. Ich freue mich riesig darüber. Und ansonsten, wenn ich die Episode gefallen hat, lasst meinen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Ich mache immer alles besser, wenn ihr mir das gesagt habt. Ich gehe auf alle Kommentare ein. Ja, ansonsten danke ich herzlich fürs Zuschauen bei dieser ersten Episode und wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf euch in der nächsten Episode wieder zurück begrüßen bei Final Fantasy 6 mit uns, mit dir, mit mir, mit euch. Bis dann. Tschüss.